Es ist jetzt 10.25 Uhr. Ich habe das 18. Tonband aufgelegt und wir setzen jetzt fort. Sie sagten gerade, dass hier die praktischen Erfahrungen sich auf die schon vorher vorgenommene Tötungsaktionen der Einsatzgruppen und so weiter zu beziehen sind. Sicherlich, denn ab Beginn des deutsch-russischen Krieges waren ja die Einsatzgruppen, wie mir eben eingefallen ist, bereits in Tätigkeit gewesen und die Einsatzgruppen oben haben ja getötet. Die Tabelle auf Seite 6, die die Gesamtzahl der Juden Europas zeigt und mit 11 Millionen zusammengefasst ist, ist das eine Tabelle, die auch von Ihrem Dezernat ausgearbeitet wurde? Jawohl, und zwar in Zusammenarbeit mit den jüdischen Funktionären und den verschiedenen jüdischen Jahrbüchern und den Schätzungen seitens der verschiedenen Leute, zum Beispiel auch Auswärtiges Amt und so weiter, die dort vorlagen. Aus all diesen Unterlagen zusammen sind dann diese Summen hervorgegangen. Natürlich ist es aufgerundet, sieht man ja schon, aufgerundet worden, aber es dreht sich ja hier immer nur um Hunderte, sodass die Zahl von 11 Millionen rauskam. Diese Tabelle ist von 4W4 erstellt worden und wurde Heydrich damals gegeben für seinen Vortrag, weil er es verlangt hat. Ich sehe hier, dass unter Estland steht judenfrei, unter Lettland 3.500 Juden, unter Litauen 34.000 Juden. Woher wussten Sie, dass Estland schon judenfrei sei und dass in Lettland nur noch 3.500 Juden übrig geblieben sind und in Litauen nur noch 34.000? Herr Hauptmann, weil diese Tabelle musste ja vorbereitet werden für den Vortrag Heydrichs. Und ich sagte schon, dass ich aus den verschiedensten Quellen hier die Zahlen raffen musste. Natürlich habe ich das nicht alles selbst gemacht, kann ich ja gar nicht machen, sondern das hat das Referat 4W4 gemacht. Und wenn es sich hier um Estland, Lettland, Litauen und so weiter handelt, so sind hier sicherlich Fernschreiben abgegangen an die zuständigen deutschen Stellen hier oben in diesen Gebieten. Und da habe ich mir die Zahlen, das heißt, ob ich das jetzt nun, also ist ja egal, ob ich das machte oder Günther, es ist das Referat 4B4, es ging ja unter meinem Namen, dann haben wir diese Zahlen, die wir bekamen, in diese Liste reingesetzt. Denn Heydrich wollte ja sicherlich, und das ist ganz klar, nicht irgendeinen Türken vorgebaut bekommen von uns für diesen Vortrag, für diese Staatssekretärbesprechung, sondern da mussten ziemlich genaue Unterlagen geschafft werden, die ich ja unter Umständen sogar auch hätte beweisen müssen, wenn er mich gefragt hätte. Und dann hätte ich eben hier diesen ganzen Vorgang, der sich zusammengetragen hat anlässlich der Beschaffung dieses ganzen Zahlenmaterials, hätte ich vorweisen können und hätte dann gesagt, zum Beispiel hier, wenn er mich gefragt hätte, Estland, wieso jugendfrei, hätte ich gesagt, bitte sehr, hier ist die Unterlage von dem zuständigen Einsatzgruppenchef oder irgendwie. Hier auf Seite 7 sagt Heydrich dann, unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Entlösung der Juden in geeigneter Weise im Osten zu Arbeitseinsatz die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Vermindung ausfallen wird. Was ist hier unter natürlicher Vermindung zu verstehen? Aber diese Sachen hörten wir damals auch zum allerersten Mal hier. Das ist sicherlich ein Befehl Himmlers, denke ich mir, oder hat er sich Heydrich selbst zurechtgedacht? Ich weiß es also nicht. Unter natürlicher Verminderung, da verstanden wir immer, natürliche Verminderung ist normaler Tod, wie das in Statistiken immer unter natürlicher Verminderung
heißt. Natürliche Verminderung ist ein völlig normales Sterben. Oder auch jeder Tod, der verursacht wird, nicht durch durch Vergasung oder durch Erschießen und so weiter. Jawohl, also ein Herzschlag und Lungenentzündung oder ich weiß, natürliche Verminderung. Also wenn ich heute sterbe, zum Beispiel, wenn ich jetzt sterben würde, ja, in dem Moment, ist das eine natürliche Verminderung. Würde das aber auch, kann man das so verstehen, dass zum Beispiel, wie man so sagt, wenn dann die zur Arbeit gezwungenen Juden sozusagen in den Silen sterben, in der Zwangsarbeit sterben, die sie durchführen müssen, das war ja eine Art klar Sklavenarbeit, also die Bedingungen waren keine sehr guten. Sie sind dann natürlich, sagen wir mal, an Schwäche umgekommen, zusammengebrochen, sozusagen auch eines natürlichen Todes gestorben. Ist das eventuell darunter zu verstehen? Ja, Herr Hauptmann, an sich bin ich, wenn eine Statistik hier aufgestellt werden hätte müssen, dann zum Beispiel, da bin ich überfragt, denn solche Statistiken habe ich ja nie gemacht. Nein, ich möchte nur von Ihnen wissen, wie sind hier diese natürliche Verminderung? Natürliche Verminderung ist immer bei uns verstanden worden. Ich habe das Wort ja auch übernommen. Ich habe das nicht selbst geprägt. Natürliche Verminderung ist ja ein Fachwort. Nicht aufgebracht etwa von der Sicherheitspolizei, sondern ein Fachwort für das normale Absterben. In Theresienstadt zum Beispiel habe ich dieses Wort ebenfalls angewandt, wenn die Leute normal gestorben sind und von den jüdischen Ärzten behandelt worden sind. Und die jüdischen Ärzte haben die Todesursache festgestellt und alle diese Sachen, so war das eine natürliche Verminderung gewesen. Gut, ich möchte bloß das mal klar bekommen. Ich kann mir vorstellen, wenn ein Mensch schwere physische Arbeit leisten muss, nicht genug zu essen bekommt, er wird schwächer. Er wird so schwach, dass er einen Herzschlag hat. Wenn das würde sicherlich als natürliche Verminderung gemeldet worden sein von den zuständigen Stellen im Osten und wäre selbstverständlich dann im Reichssicherheitshauptamt unter diesen Rubrik natürliche Verminderung gefallen, weil es ja so gemeldet worden ist. Insofern selbstverständlich, ja. Hier auf Seite 8, im ersten Absatz, fährt dann Heidrich fort. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da diese eine natürliche Auslese darstellen, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Was bedeutet hier entsprechend behandelt werden müssen? Ja, diese Sache, die stammt vom Himmler mit natürlicher Auslese. Das ist sein Steckenpferd. Natürliche Auslese. Ja, aber was bedeutet hier das? Getötet, sicher. Sicher. Hier auf Seite 9 am ersten Absatz wird dann Folgendes gesagt, ich zitiere aus dem Satz heraus, bezüglich der Behandlung der Endlösung in den von uns besetzten und beeinflussten europäischen Gebieten wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommenden Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes sich mit den zuständigen Referenten der Sicherheitspolizei und des SD besprechen. Der hier erwähnte zuständige Referent, bezieht sich das auf Sie? Das würde sich auf mich beziehen, ja. Darf ich mal sehen, bitte? Wie müssen die Ergebnisse wurde vorgeschlagen? Wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommen, sagt er alles. Das wurde, also offenbar wurde das von dem Vertreter des Auswärtigen Amtes, wer war das hier gewesen, von Unterstaatssekretär Luther, wurde also offenbar vorgeschlagen, nicht offenbar, selbstverständlich geht er hier raus hervor, dass die in Betracht kommen, sei es aus dem Amt, mit den zuständigen Referenten, Sicherheitspolizei und SD in Verbindung setzen. Das wäre ich gewesen, jawohl. Auf derselben Seite 9
steht dann im zweiten Absatz, der letzte Satz, zur Regelung der Frage in Ungarn ist es erforderlich, in Zeitkürze einen Berater für Judenfragen der ungarischen Regierung aufzuoktroyieren. Wie ist das zu verstehen? Und wer war dann der Berater für Judenfragen, der da aufoktroyiert wurde? War gar keiner dort gewesen. In der Slowakei, das ist der Karriere nicht mehr als Gefährdung. Es geht erstens hier nicht daraus hervor, wer diese Anregung gab, ob die der Unterstaatssekretär Luther gab oder Heydrich, aber egal auch wer sie gegeben haben mag, 1942, da dauerte es ja noch 2 Jahre, bevor also hier der ungarischen Regierung ein Judenberater aufoktroyiert wurde. Ja, der wurde ja nicht aufoktroyiert, sondern der wurde ja damals im Zuge der brauchte ja gar nicht mehr aufoktroyiert werden, denn im Zuge des Umschwungs in Ungarn ging diese Sache ja automatisch und wurde ja von der Salazar-Regierung direkt angefordert, möchte ich mal so sagen. Also das Gegenteil von aufoktroyieren. Also es war ja in Ungarn, war überhaupt keiner da gewesen den ganzen Jahr. War gar keiner da. Na gut, das war ein Vorschlag, der damals Anfang 42. Jawohl. Das ist gemacht worden von irgendjemandem und dazu ist es nicht gekommen. Wie die Praxis ja ganz klar beweist. Hier auf Seite 10 in Paragraph 4. Steht dann Folgendes: In Bezug der Endlösungsvorhaben sollen die Nürnberger Gesetze gewissermaßen die Grundlage bilden, wobei Voraussetzung für die restlose Bereinigung des Problems auch die Lösung der Mischehen- und Mischlingsfrage ist. Chef der Sicherheitspolizei und des SD erörterte im Hinblick auf ein Schreiben des Chefs der Reichskanzlei zunächst theoretisch die nachstehenden Punkte. Behandlung der Mischlinge ersten Grades. Mischlinge ersten Grades sind im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt. Das heißt, Mischlinge ersten Grades, jawohl, werden demnach wie Juden behandelt. Das heißt, die sind der Endlösung zuzuführen, das heißt die zur Vernichtung. Nach diesem Vorschlag hier, ja. Dann weiter, von diesen Behandlungen werden ausgenommen, sagt der Mischlinge ersten Grades, verheiratet mit Deutschblütigen, aus denen ihre Kinder Mischlinge zweiten Grades hervorgegangen sind, und dann und so weiter. Und B, Mischlinge ersten Grades, für die von den höchsten Instanzen der Partei und des Staates bisher auf irgendwelchen Lebensgebieten Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind und so weiter. Jeder Einzelfall muss überprüft werden und so weiter und so weiter. Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung müssen stets grundsätzliche Verdienste der in Frage stehenden Mischlinge selbst sein, nicht Verdienste des deutschblütigen Eltern oder Eheteiles. Dann Punkt 2, Behandlung der Mischlinge zweiten Grades. Die Mischlinge zweiten Grades werden grundsätzlich den deutschblütigen zugeschlagen, mit Ausnahme folgender Fälle, in denen die Mischlinge zweiten Grades den Juden gleichgestellt werden. Herkunft des Mischlings zweiten Grades aus einer Bastard-Ehe, beide Teile Mischlinge. Rassisch besonders ungünstige Erscheinungsbild des Mischlings zweiten Grades, das ihn schon äußerlich zu den Juden rechnet. Besonders schlechte polizeiliche und politische Beurteilung des Mischlings zweiten Grades, die erkennen lässt, dass er sich wie ein Jude fühlt und benimmt. Auch in diesen Fällen sollen aber dann Ausnahmen nicht gemacht werden, wenn der Mischling zweiten Grades deutschblütig verheiratet ist. Das heißt also, dass unter diesen A, B und C erwähnten Mischlingen zweiten Grades, die sind dann auch der Endlösung zuzuführen. Nachdem, ja, denn diese ganze Mischlingsangelegenheit wurde von, wie ich sagen durfte schon, von der Kanzlei des stellvertretenden Führers gemacht. Es ist mir hier steht allerdings, dass es von der Reichskanzlei, von der Schreiben des Chefs der Reichskanzlei, Chefs der Reichskanzlei, ich weiß nicht, wieso das von der Reichskanzlei kommt, ich dachte immer, das wäre Kanzlei des Stellvertreters des Führers gewesen, weil Reischauer
hier, da und hier war. Und zwar hatte diese Kanzlei Stellvertreter des Führers. Die wollten unter allen Umständen einen radikalen Trennungsstrich ziehen und dieses Durcheinander, das da bestand nach den Nürnberger Gesetzen mit den vielen Verordnungen und Bestimmungen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich selbst mich darin nicht, dass das eine Aufgabe gewesen ist, wo sich selbst Juristen durchfressen mussten bei vielen Sachen. Wollte also hier eine klare, reinliche Scheidung haben. Dagegen lief er immer, dafür lief er immer Sturm. Und nun sind diese Sachen hier sicherlich dem Heinrich übergeben worden. Nur ist es mir eben schleierhaft hier, wenn ich lese Reichskanzlei. Ich dachte immer, das sei von der Kanzlei des Stellvertreters des Führers gekommen. Wenn es aber da drin steht, wird es wahrscheinlich die Kanzlei des Stellvertreters des Führers zur Reichskanzlei gegeben haben, wird sich von dort genehmigen haben lassen und von dort hat es dann entweder Himmler bekommen oder Heinrich selbst. Also ich sehe dann hier auf Seite 13 so weiter, gibt er die Definition der verschiedenen Grade von Mischlingen und wie die dementsprechend zu behandeln sind. Jawohl, jawohl. Hier bei Sachen zum Beispiel Ehen zwischen Mischlingen ersten Grades und Mischlingen zweiten Grades. Beide Eheteile werden ohne Rücksicht darauf, ob Kinder vorhanden sind oder nicht, evakuiert bzw. im Altersghetto überstellt, da etwaige Kinder rassenmäßig in der Regel einen stärkeren jüdischen Bruteinschlag aufweisen als die jüdischen Mischlinge zweiten Grades und so weiter. Es ist in der Praxis natürlich nie dazu gekommen, zu diesen Sachen. Dann hier geht es weiter. SS-Gruppenführer Hoffmann steht auf dem Standpunkt, dass von der Sterilisierung weitgehend Gebrauch gemacht werden muss, zumal der Mischling vor die Wahl gestellt, ob er evakuiert oder sterilisiert werden soll, sich lieber der Sterilisierung unterziehen würde. Staatssekretär Dr. Stuckert stellt fest, dass die praktische Durchführung der eben mitgeteilten Lösungsmöglichkeiten zur Bereinigung der Mischehen und Mischlingsfragen in dieser Form eine unendliche Verwaltungsarbeit mit sich bringen würde, um zum anderen auf alle Fälle, auch den biologischen Tatsachen Rechnung zu tragen, schlug Staatssekretär Dr. Stuckert vor, zur Zwangssterilisierung zu schreiten. Zur Vereinfachung des Mischehenproblems müssten ferner Möglichkeiten überlegt werden, mit dem Ziel, dass der Gesetzgeber etwa sagt, diese Ehen sind geschieden. Bezüglich der Frage der Auswirkungen der Judenevakuierung auf das Wirtschaftsleben erklärte Staatssekretär Neumann, dass die im kriegswichtigen Betrieben im Arbeitseinsatz stehenden Juden derzeit, solange noch kein Ersatz zur Verfügung steht, nicht evakuiert werden können. SS-Obergruppenführer Heinrich wies darauf hin, dass diese Juden nach den von ihm genehmigten Richtlinien zur Durchführung der derzeit laufenden Evakuierungsaktion ohne dies nicht evakuiert würden. Staatssekretär Dr. Bühler stellte fest, dass das Generalgouvernement es begrüßen würde, wenn mit der Endlösung dieser Frage im Generalgouvernement begonnen würde, weil einmal hier das Transportproblem keine übergeordnete Rolle spielt und arbeitseinmaßmäßig Gründe den Lauf dieser Aktion nicht behindern würden. Juden müssten so schnell wie möglich aus dem Gebiet des Generalgouvernements entfernt werden, weil gerade hier der Jude als Seuchenträger eine eminente Gefahr bedeutet und er zum anderen durch festgesetzten Schleichhandel die wirtschaftliche Struktur des Landes dauernd in Unordnung bringt. Von den in Frage kommenden etwa 2,5 Millionen Juden sei überdies die Mehrzahl der Fälle arbeitsunfähig. Was will er damit andeuten? Da will er andeuten, dass sie getötet werden sollen. Ja. Staatssekretär Dr. Bühler stellt weiterhin fest, dass die Lösung der Judenfrage im Generalgouvernement federführend beim Chef der Sicherheitspolizei und des SD liegt und seine Arbeiten durch die Behörden des Generalgouvernements unterstützt würden. Er hätte nur eine Bitte, die Judenfrage in diesem Gebiet so schnell wie möglich zu lösen. Abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen, wobei sowohl seitens des Gauleiters Dr. Meyer als auch seitens des Staatssekretärs Dr. Bühler der Standpunkt vertreten wurde, gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. Mit der Bitte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD an die Besprechungsteilnahme, ihm bei der Durchführung der Lösungsarbeiten entsprechende Unterstützung zu gewähren, wurde die Besprechung geschlossen. Ja. Wollen Sie hier zu diesem noch irgendwelche Kommentare geben? Bitte. Es zeigt wiederum ganz klar, wie sich eben hier, diese Garnitur der Staatssekretäre sich hier persönlich
in all diese Sachen hineingemengt hat und wie von hoher Warte aus der Führerbefehl, nämlich die Juden der physischen Vernichtung zuzuführen, eben von dieser hohen Führungsschicht in, man kann ruhig sagen, fast allen Zentralinstanzen, jedenfalls in den Zentralinstanzen, die für dieses Problem eben von Wichtigkeit erschienen, hier ihre nicht nur Meinung abgaben, sondern geradezu, möchte ich mal sagen, Forderungen aufstellten. Und es ist etwas anderes, wenn ein Staatssekretär eine Forderung aufstellt, als wenn zum Beispiel irgendein Sachbearbeiter oder ein Referent irgendeine Forderung aufstellt. Denn wenn ein Staatssekretär eine solche Forderung aufstellt, dann haben die nachgeordneten Stellen des Staatssekretärs, und zwar sind das immer noch Ministerialdirigenten und so weiter und so weiter, die haben ja auch eine gewaltige Befugnis, wenngleich ein Ministerialdirigent schon Befehlsempfänger mehr oder weniger ist. Ein Staatssekretär ist nicht mehr Befehlsempfänger, der ist schon, fällt schon unter die Kategorie eines kommandierenden Generals, und ein kommandierender General ist Befehlsgeber. Das zeigt diese Sache klar und deutlich. Was wissen Sie über die hier erwähnte Sterilisierung der jüdischen Mischlinge? Ja, Herr Hauptmann, da wurde sehr viel drum gesprochen und sehr viel geschrieben seitens Reischauer, also seitens des Amtes der Kanzlei des Stellvertreters des Führers. Mir ist persönlich nicht bekannt, dass hier eine Sterilisierung durchgeführt worden ist. Ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ich es vergessen habe, aber mir ist es jedenfalls nicht bekannt. Jedenfalls kann es in großem Ausmaß kann es überhaupt nicht durchgeführt worden sein, denn sonst wäre es ja irgendwie bekannt. Nicht wahr? Hatten Sie Gelegenheit, nach dieser Konferenz an anderen Konferenzen aktiv teilzunehmen, auf denen die Frage der Sterilisierung der jüdischen Mischlinge auf der Tagesordnung stand? Nein, die Sache ist auch eingeschlafen dann. Die ist eingeschlafen irgendwie. Was ich vielleicht hier noch sagen wollte, ist Folgendes. Sie erwähnten anfangs, dass es möglich ist, dass der ein oder andere der Staatssekretäre, der an dieser Sitzung teilnahm, auch seinen Adlatus, wie Sie das nennen, mitbrachte, die aber hier nicht namentlich erwähnt sind. Nein, der hat auch lediglich, der hätte höchstens die Funktion gehabt, dass er sich Notizen aber macht und so weiter, dass er nachher ein Protokoll von ihm selbst also dann aufgesetzt wird. Das ist eine Möglichkeit. Immerhin, Sie als Obersturmbannführer Eichmann aus dem Reichssicherheitsamt sind persönlich ja aufgeführt. Ja, natürlich, ich musste ja, denn der Einberufer war ja der Chef der Sicherheitspolizei des SD. Und ich bekam ja den Auftrag, die Einladung schreiben, fertig zu machen und ihm zur Unterschrift vorzulegen auf dem Dienstwege. Und ich bekam den Auftrag, alles das, was bisher geschehen ist, hier zusammenzufassen. Auch die ganzen Zahlen, die ich... Gut, ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, der Grund, dass Sie die Einladungsschreiben verfasst haben, wäre noch kein Grund gewesen, Sie zu einer Sitzung einzuladen, zu solch einer Sitzung, die wirklich eine Sitzung der höchsten Warte beinahe war. Ja. Muss doch also vielleicht es anzunehmen, dass Sie doch hier Ihnen eine größere Funktion zugedacht wurde, dass man es notwendig fand, die namentliche Protokoll zu nennen. Das Protokoll habe ja ich gemacht, das hat das Referat 4W4 gemacht. Nicht wahr? Denn es war ja auch die Stenopistin da gewesen. Es war die Stenopistin bei dieser ganzen Sache hier gewesen. Ich musste selbstverständlich dabei sein, denn wenn ein Protokoll erstellt wird, das wurde ja dann nachher ausgegeben, sicherlich hat das Heidrich auch gesagt, dass das Protokoll genau gemacht werden muss, denn er war ja ein genauer Mann, und dass es im Nachhang dann verschickt wird an die einzelnen Besprechungsteilnehmer. Ich will nur Folgendes sagen, hier, nach dem, was Sie sagen, dass Sie, weil Sie die Einladung vorbereitet haben, weil Sie die Zahlen vorbereitet haben und so weiter, waren Sie doch eigentlich auch sozusagen der Adlatus von Müller. Müller ist bei der Sitzung da gewesen. Jawohl.
als der Chef der Abteilung des Amtes 4, war es doch gar nicht notwendig, auch Sie als Vertreter des Amtes RSHA oder des Amtes 4 zu erwähnen überhaupt, wenn auch Sie nur ein Agathos waren. Herr Hauptmann, wenn ich jetzt nun dem Vortragenden, ich nenne jetzt Vortragenden, wenn ich dem Material habe erstellen müssen, was geschehen ist, Zahlen und so weiter und so weiter, wenn, also ich sage mal, ich bin der, dann nehme ich mir den selbstverständlich mit, den Mann. Und wenn der Mann die Einladungsschreiben geschickt hat, so heißt es ja nicht, weil ich die Einladungsschreiben geschickt habe, sondern nachher musste ja, da ging ja genau dieselbe Korrespondenz wieder los, es mussten diese Leute alle wieder angeschrieben werden und es musste ihnen das Protokoll gegeben werden. Denn die Stelle, die Christin alleine, dass die das Protokoll alleine macht, ja, das geht ja gar nicht. Ich bin ja während dem Vortrag dabei gesessen und habe aufpassen müssen, dass diese Städtepistin, die doch keine Ahnung hat von dem Geschehen, dass das mit dem Protokoll klarkommt. Dafür war ich ja verantwortlich gewesen. Aber das alles ist... Sonst hätte ja hier irgendwie eine namentliche Bezeichnung gehabt, ohne weiteres fragen können. Da hätte der Heidrich sagen können, im Übrigen wegen der Einzelfälle wenden Sie sich dann hier an Oberstimmanführer Eichmann. Hätte er ja sagen können, das hat er ja nicht gemacht. Dazu war ich ein viel zu kleiner Hans Wurst. Ich bitte, unter Anführungszeichen jetzt einmal, brauche ich gar nicht unter Anführungszeichen, denn das waren ja in der Regel alles Obergruppenführer und Gruppenführer, also alles im Rang eines Generals gewesen. Aber gerade diese Tatsache, dass das alles solch hohe Ränge waren und dass hat sich keiner noch Eichmann erwähnt hat. Naja, wenn ich der zuständige Dezernent bin von 4B4, Herr Hauptmann, und der Chef der Sicherheitspolizei spricht auf seine, da muss ich selbstverständlich mitgeben. Da gibt es bestimmt, das ist bestimmt kein Einzelfall, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Fällen. Gestatten Sie, hier, wie wir gesehen hatten, wurde ein Vorschlag gemacht, dass dann die Sachberater des Auswärtigen Amtes sich mit Ihnen in Verbindung setzen sollen über diese Frage. Nicht einmal die Sachberaterin auch nicht genannt worden. Keiner ist genannt worden. Also, weiß nicht, es sieht mir aus, als ob Sie doch hier prominenter waren. Bitte, es sind ja eine ganze Anzahl von Leuten hier und da kann man ja sich immer mal wieder befragen, denn die leben ja zum Teil da sicherlich auch noch, nicht wahr? Ne? Ich habe dort tatsächlich die Rolle eines trotz Obersturmanführer, der an sich, wenn man ihn alleine sieht oder wenn man ihn im Kreis von Hauptleuten und Majoren sieht, immerhin ein Oberstleutnant darstellt, aber im Kreis von Generälen kümmert sich von diesen Herrschaften niemand um einen kleinen Oberstleutnant. Wollen Sie bitte das Dokument hier zur Identifizierung unterschreiben auf der Rückseite? Alles ausschreiben? Ja, bitte. Darf ich ein Beispiel? Mir fällt eben ein Beispiel ein, Herr Hauptmann. Ein Beispiel aus meiner Praxis bei der Wagner-Öl-Kompanie. Das passt so ziemlich genau in diese Sache rein. Eines Tages kommt aus Wien, ich weiß den Namen nicht mehr, ein technischer Direktor nach Oberösterreich und will nun selbst rausfahren aufs Land, um eine neue Art von, ich weiß es nicht, Konsignationslagern oder Pumpengeschichten, ich habe keine Ahnung mehr, hier mit den größeren Abnehmern besprechen. Da ist dieser Mann gefahren, dann mein zuständiger Direktor Kannhäuser und ich. Wir sind losgefahren, den ganzen Tag. Da bin ich auch mitgefahren. Aber ich bin da gestanden, habe den ganzen Tag überhaupt kein Wörtchen gesagt. Ich musste am Abend einen Bericht machen, das war das Ganze gewesen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich nicht ein bisschen hinkt, denn hier bei dieser Wandelkonferenz, wo derartig durchschlagen, wenn ich meinen Mund nur ein einziges Mal bloß aufgemacht hätte, Herr Hauptmann, dann würde ich sagen, jawohl, aber ich habe meinen Mund ja halten müssen und habe schweigen müssen. Man hat mich ja, ich weiß nicht, ob Sie es mir nachempfinden können, aber was ich sagen möchte, ich bin mit der Stelle bis hin, bin ich hier in einer Ecke gesessen und
Da hat sich niemand um uns gekümmert. Niemand. Da waren wir viel zu klein gewesen. Man hat uns nicht beachtet. Nicht einmal Heidrich in solchen Sachen. Ja, aber die Tatsache Ihrer Anwesenheit, die Tatsache, dass Sie auch in dem Protokoll namentlich genannt werden. No, das habe ich darüber gemacht. Das Protokoll habe ich, diese namentliche Erwähnung hier, die habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wo stehe ich denn? Hier oben. Ich habe es ja gemacht. Das Protokoll ist ja von mir. Wenn der Kopf hier oben ist, wird man sehen, Chef der Sicherheitspolizei, da muss es heißen 4B4. Auf mich macht das den Eindruck, als ob naja, aber Sie haben zwar vielleicht nicht dabei gesprochen, aber als ob man Ihnen eine etwas prominentere Rolle zugedacht hat für die Zukunft. Und das erforderte auch Ihre Anwesenheit. Naja, nur wenn überhaupt, dann müsste ich mir diese prominente Rolle gegeben haben, weil ich mich ja selbst hier drauf gesetzt habe. Ich würde den Mut haben, das ohne weiteres zu sagen. Denn was kann mir schon mehr passieren, Herr Hauptmann? Ich würde den Mut haben, es ohne weiteres zu sagen. Und hätte ich das Protokoll nicht selbst gemacht, respektive aus den Stenogramm der Stenotypistin, die das nun abgeschrieben hat, und ich habe dann eben alles, was da Ding war, sicherlich gestrichen, und dann wird es Günther nochmal angesehen haben, und dann wird es zu Heidrich hochgegangen sein, und dann ist es noch einmal zurückgeworfen worden, wie das eben schon so geht, bis das dann diese Sache rausgekommen ist. Denn dieses Protokoll ist redigiert nicht nur von Heidrich, sondern auch von Müller, bis dass es endlich so weit war, dass es rausging. Also, da hätte ich schon, da habe ich mich selbst drauf gesetzt. Wenn das nun ein anderer gewesen wäre, ja, da hätte ich heute nicht einmal mehr die Möglichkeit und könnte nicht einmal sagen, ja, es war wirklich so gewesen. Ich glaube. Nachdem von Himmler der Befehl zur Einstellung der jüdischen Auswanderer gegeben wurde, gab es noch Einzelfälle, wo es dennoch Juden gestanden wurde, auszuwandern? Ich glaube ja, Herr Hauptmann, wenngleich ich mich auf Einzelfälle natürlich nicht entsinnen kann. Auch habe ich ja, wie ich schon gesagt habe, illegalen Gruppen, wo alles also garantiert in Ordnung gehen musste, ohne dass hier irgendwelche Schwierigkeiten auftauchten, dass also so eine Sache platzen hätte können, habe ich ja selbst auch mein Segen dazu. Wurden dann derartige Einzelfälle von Ihnen bzw. Ihrem Dezernat behandelt? Die sind entweder an uns herangetragen worden oder auch, dass man sie selbst gemacht hat. Ich habe erwähnen können schon, dass ich hier mal Brunner nach Berlin habe kommen lassen, in einer Sache, in der mein Onkel vorstellig geworden ist. Natürlich musste man hier größte Vorsicht walten lassen. Gab es eine Regelung,
nach der es solchen Einzelpersonen ermöglicht wurde, gegen Bezahlung einer großen Summe in Devisen auszuwandern? Auch das weiß ich nicht. Da ist mir nichts davon bekannt. Möglich wäre es, dass im Zuge der Beschaffung von besonders wertvollen Gemälden und so weiter über Göring eine Sache wäre. Nein, ich meine hier nur Devisen, dass sagen wir Juden, die auswandern wollten, dass man dann sagte, gut, gegen die und die Summe in Devisen werden wir euch die Möglichkeit geben, auszuwandern. Herr Hauptmann, ich will es nicht in Abrede stellen, ich weiß es nicht, denn sehr viele Anträge kamen von unserem Amt 6 zum Beispiel, dass hier, und zwar war es mir völlig klar gewesen, dass das nicht alles V-Männer sind, die rausgeschleust wurden, nicht wahr? Anträge kamen vom Wirtschaftsministerium, Anträge kamen von Wolf zum Beispiel, der mal Adjutant Himmlers gewesen war. Ich selber hatte mal die Witwe von dem Ex-Kaiser Wilhelm II. Aus Dorn in Berlin. Jetzt weiß ich aber nicht mehr mit irgendeiner Prinzessin, ob das nun eine Tochter von ihr gewesen ist oder eine andere Verwandte, die war irgendwie Mischling ersten Grades, entziehe ich mich, oder sowas ähnliches, entziehe ich mich ganz dunkel, und da sollte irgendein Pass, sollte ich da beschaffen oder machen von der, über die Zentralstelle für jüdische Auswanderung, auch glaube ich nach der Schweiz oder sowas ähnliches. Also damit möchte ich nur sagen, Herr Hauptmann, es tröpfelte hier und da auch in dieser Form, aber mir ist nicht bekannt, ob die Leute bezahlen mussten und wem sie bezahlen mussten und wie viel sie bezahlen mussten. Aber dann wurden solche Einzelfälle von Ihnen behandelt, wenn man an Sie herantrat mit derartigen Einzelfällen? Ja, wenn mir meine Vorgesetzten die Weisung gegeben haben oder wenn das Amt 6 hier das mir bescheinigt hat, schwarz auf weiß, verständlich, muss ich hier machen. Ich meine, da war ja auch die Genehmigung lag ja vor. Ich habe nur ein einziges Mal eben hier die Sache ohne Genehmigung gemacht, und natürlich hätte ich da, es ist ja sowieso ein Wunder, dass ich da nicht aufgeplatzt bin bei dieser Gelegenheit. Wenn solche Sondererlaubnis gegeben worden ist zur Auswanderung einer Einzelperson, wurden dann die Fälle von Ihnen überprüft oder zur Überprüfung gegeben? Nein, nein, nein. Da wurde nichts überprüft. Da genügte mir ja der Antrag von der entsprechenden Instanz, und die wurde in Akten genommen, und da hatte ich ja meine Deckung. Ich meine, ob das Amt 6 war, ob das Wirtschaftsministerium war, ob das irgendwas anders gewesen ist, das war ja ganz gleich. Gut, aber das fiel dann unter einen besonderen Fall. Von wem wurde dann solche Ausnahme genehmigt? Wurde das dann von Ihnen endgültig genehmigt dann? Ja, muss ich gucken für Müller. Musste Müller gehen damit. Musste von Müller gehen? Jawohl, musste Müller gehen. Wie hoch der Mindestbetrag an Devisen war, der eventuell gefordert wurde, wissen Sie dann nicht? Nein, nein, das weiß ich nicht. Ich sagte schon einmal, Herr Hauptmann, in Ungarn ist mal ein ganzer Koffer von Geld. Gut, nein, es handelt sich nur um Einzelfälle bei dich. Ja? Ich meine jetzt nicht um diese Umgangsgeschichte, sondern, aber sagen wir so, wenn in einem speziellen Fall alle derartige Voraussetzungen gegeben waren, das heißt, vielleicht der jüdische Antragsteller stand in fortgeschrittenem Alter, hatte die Devisen zur Verfügung, war es dann möglich, dass solch ein Antrag von Ihnen abgelehnt wurde? Ich weiß das nicht. Wenn es sich in dem Rahmen der bestehenden Verordnung, wenn es da hier hineinpasste, musste ich es genehmigen. Passt es nicht hinein, musste ich es ablehnen. Was wäre dann der Rahmen der bestehenden Verordnung gewesen für derartige Einzelpersonen? Ja, erstens einmal die Stelle, die dafür den Antrag gestellt hat, und das Ergebnis der Rücksprache bei Müller. Ich hätte, auf jeden Fall hätte ich die Sache an Müller geben müssen, und dann hätte ich auf dem Vermerk das Ergebnis der Rücksprache Müller draufgegeben. Und das wäre der Entscheid gewesen. Ich musste zum Beispiel ja auch dieser Fall ist mir eben noch in Erinnerung, wegen der Ex-Kaiserin von Kaiser Wilhelm II. Musste ich zu Müller gehen, denn bei ihm wartete die Dame.
Wenn eine Ableitung hier dann gemacht wurde, die wurde dann von Ihnen mitgeteilt, von Ihrer Abteilung? Wenn ein ablehnender Bescheid gegeben wurde, ja, wenn Müller mir gesagt hat, no, oder irgendwie, wenn es nicht absigniert hat, dann werde ich wahrscheinlich gesagt haben, gemäß Weisung am Chef 4 oder gemäß Weisung sowieso, kann nicht stattgegeben werden. Das sicherlich. Oder umgekehrt, wird genehmigt. Nur wenn es das Amt 6 war, wenn also Schellenberg als Amtschef 6 es abgezeichnet hätte, dann glaube ich heute, dann hätte ich nicht zu Müller gehen brauchen damit. Dann wäre das Deckung genug gewesen, weil es ja ein Amtschef innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes gewesen ist. Aber alles, was Sicherheitspolizei ferne Stellen waren, da hätte ich die Genehmigung des Amtschefs gebraucht. Wurde die Endlösung der Judenfrage als kriegsentscheidender Faktor betrachtet? Von oben gesehen sicherlich. Von oben gesehen sicherlich. Denn es hieß ja immer, also ich möchte hier eine Spezifizierung machen, Herr Hauptmann. Es hieß zuerst, ab einer gewissen Zeit, es dürfen keine Arbeiten mehr gemacht werden, es sei denn, sie seien kriegswichtig. Mit Zunahme des Krieges wurde das Wort kriegswichtig nicht fallen gelassen, aber es wurde ergänzt durch ein zweites Wort, kriegsentscheidend. Und hier, wenn hier nun zu prüfen war, so rangierte mit Vorzug Behandlung all jener Fälle, denen das Prädikat kriegsentscheidend zufiel. Und die Endlösung der Judenfrage fiel unter die? Jawohl, die fiel darunter schon deswegen, Herr Hauptmann, weil dieser Begriff, wie soll ich sagen, deswegen kann ich mich auch entsinnen darauf, fiel deswegen darunter, weil die Transportanforderungen, das heißt die Waggonanforderungen beim Reichsverkehrsministerium, die konnten ja nur dann getätigt werden, wenn es unter Kriegs... Dankeschön. Gracias. Nur dann, wenn es unter kriegswichtig im Anfang und später unter kriegsentscheidend deklariert wurde. Mussten Sie dem Auswärtigen Amt Listen von fremden Staatsangehörigen jüdischer Rasse unterbreiten, die im deutschen Machtbereich ansässig waren? Aber wenn das irgendwie behauptet wurde, so wäre das durchaus denkbar und im Rahmen der Möglichkeit liegend. In dem Fall hätte ich sicherlich durch ein Rund-FS an sämtliche Staatspolizei und Leitstellen, hätte ich mir Namen noch, da werde ich jetzt wieder Zahlen eher, aber Namen. Nein, ich meine ja, Listenaufstellung der Listen, wahrscheinlich Namenlisten. Das wäre ja eine enorm lange Liste gewesen. Das wäre ja eine enorm lange Liste gewesen. In Einzelfällen, das sagen wir mal zum Beispiel Juden in einer Stadt in München und so weiter? Ja, oder in Frankreich oder so weiter. Das Auswärtige Amt wollte darüber wissen. Oh, oder wie das? Namentliche Dinge. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Zahlenmäßig würde mir ohne weiteres einleuchten. Aber eine namentliche Liste in so einem Umfang, das hätte ja wahnsinnige Arbeit erfordert und wahnsinniges Personal erfordert. Das kann ich mir fast nicht gut vorstellen. Haben Sie dann solche Ausstellungen, solcher Listen verweigert, aus diesen Gründen? Oder aus welchem Grund? Durch das also wenn eine solche, ich möchte jetzt mal sagen, das Auswärtige Amt schreibt mir jetzt, ich soll eine Liste sämtlicher Juden ausländischer Staatsangehörigkeit für Frankreich geben. Ja, Herr Hauptmann, also da hätte ich gesagt, ja, entweder schickt ihr die Leute her, die das aufschreiben, ich habe keine Leute. Denn da wurde ich nämlich jetzt
stutzig, die praktische Durchführung, die hätte mir selbst jetzt noch, würde ich mal sagen, ja, wie soll ich denn so eine Liste erstellen? Und hätte ich das dem Befehlshaber, dass ich als Polizeiliches de Paris meinetwegen übertragen, der hätte sich sicherlich bei Müller beschwert wegen einer solchen Sache. Wandte sich das Auswärtige Amt direkt an Sie in Frage eines Austausches jüdischer fremder Staatsangehöriger gegen deutsche Staatsangehörige, die im Feindesland interniert waren? Wenn so etwas korrespondiert wurde, hätte es ja auf jeden Fall viel Befehl anschreiben müssen. Also Reichsheeratshauptamt, nicht wahr? Ne? Wie wurden dann diese Probleme von Ihnen behandelt? Austausch von in Deutschland befindlichen Juden gegen internierte, Zivilinternierte im Ausland, ja? Nein, Austausch jüdischer fremder Staatsangehörige gegen deutsche Staatsangehörige, die im Feindesland interniert sind. So meinte ich, ja, so meinte ich. Da hätte ich, wenn ich eine solche Anfrage bekommen hätte vom Auswärtigen Amt, hätte ich auf jeden Fall einmal Vortrag halten müssen, dem Amtschef 4. Der hätte das von sich aus nie entschieden, sondern das wäre weitergegangen bis zu Himmler. Aber gleichzeitig wäre hier bestimmt noch angeschrieben worden, die Kanzlei des Stellvertreters des Führers, ja, unter Umständen sogar den, wie hieß der General mit dem Keitel, den Heiderich in bestimmten Fällen direkt anschrieb. General Keitel, Feldmarschall Keitel. Und je nach dem Ergebnis, ob Müller oder Heiderich es von sich aus gleich am Anfang ablehnten, wäre es natürlich von mir aus auch gleich entsprechend beantwortet worden, dieses Schreiben des Auswärtigen Amtes. Wenn die Korrespondenz sich hingezogen hätte, wäre ein Zwischenbescheid erteilt worden, es wäre auch wieder Vorlage gelegt worden, die Akte, und nach Eingang der Bescheide wäre dann eine endgültige Stellungnahme bezogen worden. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie, wenn immer möglich, Ihr Bestes zur Förderung der jüdischen Auswanderung taten? Bis zum grundsätzlichen Befehl Himmlers. Und auch dann eben noch in Einzelfällen, wo ich eben sicher war, dass dass es nicht aufplatzte und solche Sachen als mich belastendes Dienstvergehen deklarierten. War das dann Ihre Einstellung und handelten Sie danach während der ganzen Jahre bis zum Ende des Krieges? Im Prinzip ja. Haben Sie sich je über das Auswärtige Amt an die verbündeten Regierung gewandt, beziehungsweise das Auswärtige Amt gebeten, sich an die verbündeten Regierung zu wenden, um Auswanderungsaktionen, die in diesen Ländern schon im Gange waren, zu unterbrechen und zu verhindern? Mir ist es nicht bekannt, aus eigenem Antrieb jedenfalls nicht. Wenn, muss eine Vorlage bei mir vorgelegen haben, aufgrund der ich dann in Korrespondenz trat. Aus eigenem Antrieb nie. Und wenn, wurde diese Sache, nachdem es an eine ausländische Macht ging, nie von mir unterschrieben, sondern von Gruppenführer Müller. Außer es war eine laufende Korrespondenz gewesen. Wurde durch Ihre Versetzung nach Ungarn im März 1944 der dienstliche Kontakt zwischen Ihnen und Rolf Günther unterbrochen?
Der dienstliche Kontakt selbstverständlich, der persönliche nicht. Der persönliche Kontakt nicht, aber der dienstliche Kontakt, ja, denn ich hatte weiter keine Dinge, ich hätte immer sagen können, es geht mich nichts an, nach deiner Sache allein. Statten Sie Bericht Günther ab über Ihre Tätigkeit in Ungarn? Das wäre doch auch ein dienstlicher Kontakt dann gewesen. An das Reichsjetzhauptamt. Das heißt, dann der wie als normaler Akteneinlauf, und zwar wäre das durch die Posteingangsstelle gegangen, und der Verteiler hätte dann entweder die Sache zuerst über Gruppenführer Müller und dann über die Dezernate, oder zuerst über die Dezernate und die Dezernate hätten entschieden, was davon dem Amtschef vorgelegt wird. Den normalen Akteneinlauf, wie das üblich war. Ich war ja einige Male in Berlin, ich glaube zweimal glaube ich, wenn nicht dreimal, wo ich Müller direkt Meldung gemacht habe. Das sagte ich ja. Natürlich musste ich hier immer in dem Fall mich beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Budapest abmelden und musste dessen Genehmigung einholen. Das heißt, das setzte voraus, dass ich ihm zuallererst Meldung machen musste. Denn ich war dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD in Budapest, Geschke, unterstellt gewesen. Wenn Sie dann Meldungen, schriftliche Meldungen von Ungarn aus nach Berlin an Ihr vorheriges Referat oder Abteilung machen, ja, das folgte dann auf schriftlichem Wege wahrscheinlich. Sicherlich sind laufend von Krummer, sind laufend die Sachen raufgegangen, ganz bestimmt, denn Krummer hatte den Schriftverkehr gehabt, die sind laufend raufgegangen und mussten aber hier über, zumindest musste der Vermerk zuerst an den BDS gehen. Machten Sie Günther Vorschläge über die von Ihnen erwünschte Durchführung der Evakuierungspolitik gegen die Juden in Ungarn? Da brauchte ich ja gar keine Vorschläge zu machen, denn ich bekam ja schon den grundsätzlichen Befehl von Müller damals im Wald bei Berlin mitgeteilt, wie ich schon sagen konnte. Und als ich mich offiziell abmeldete, so wurde mir dieser Befehl wiederholt. Und der war ganz einfach gewesen, nämlich, dass ich in Ungarn die Evakuierung durchzuführen habe, vom Osten nach Westen, und dass hier in Ungarn eben mit der ungarischen Gendarmerie zu behandeln ist. Und dann kam eben, das wusste ich in Berlin allerdings noch nicht, wusste auch Müller nicht, kam das Verhältnis bis Licene zu Lacik Endre und Bakke dazu. Na, ich meinte an für sich, dass im Laufe der Geschehnisse in Ungarn änderte sich wahrscheinlich manchmal die Situation. Und dann, ob Sie dann eher an Müller bzw. an Günther Vorschläge machten, wie jetzt nun die Evakuierungspolitik durchzuführen sei. No, das glaube ich nicht, Herr Hauptmann, denn wenn Stockungen, und nur um solche konnte es sich handeln, denn im Prinzip wurde nichts geändert in Ungarn, wenn Stockungen kamen, so erledigte diese Stockung in eigener Zuständigkeit, da brauchte ich überhaupt nichts machen. Ungarn war insofern ein Ausnahmefall gewesen, weil Endre sofort als Staatssekretär persönlich dahinterher war. Kam es vor, dass neutrale Staaten wie zum Beispiel Schweden und die Schweiz bereit waren, den verfolgten Juden Ungarns Einreisepapiere zur Verfügung zu stellen, um diesen Juden eine Auswanderung aus Ungarn zu ermöglichen? Hauptmann, das will ich nicht abstreiten, denn von Schweden, da habe ich wiederholt es gehört, das ging ja bis in das Jahr 1945 hinein mit Schweden. Da war ein gewisser Graf, kann das sein, Bernadotte, oder irre ich mich, der hat mit Himmler gesprochen und hat dann, glaube ich, auch das... Ah nein, das war schon 44 gewesen. Jetzt entsinne ich mich eine Sache, wie ich mit Becher zu Himmler befohlen war. Da war auch irgendetwas mit Bernadotte gewesen. Aber was da war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine jetzt die Zeit, bevor Sie nach Ungarn gegangen sind. Ah, bevor ich nach Ungarn? Das schon, bevor ich nach Ungarn, Schweden? No, das weiß ich nicht. Das ist mir nicht in Erinnerung.
wurden derartige Angelegenheiten, wenn sie vorkamen, Ihnen unterbreitet und haben Sie dazu Stellung genommen? Diese Angelegenheiten wären mir direkt natürlich nie unterbreitet worden, sondern immer erst im Auswärtigen Amt. Und das Auswärtige Amt hätte sich dann an das Geheime Staatspolizeiamt, das heißt das Amt 4, gewendet. Und ich hätte dann den normalen Amtsschimmel, wie einige Mal schon beschrieben, hätte ich dann in Bewegung gesetzt und das Ergebnis hätte ich dann im Auswärtigen Amt mitgeteilt. Und dann hätten Sie dazu Stellung genommen? Da hätte ich ja dazu Stellung nehmen müssen, jawohl. Aufgrund der bestehenden Richtlinien und Befehle. Dann. War Ihre Stellungnahme dann eine positive oder negative? Herr Hauptmann, wenn ich mich an einen Einzelfall erinnern könnte, dann würde ich den als Exempel hier ansagen und absprechen. Mir ist kein Einzelfall jetzt in Erinnerung. Aber wenn ich einen solchen Antrag bekommen hätte, hätte ich mich erst gefragt, ja, was ist die Sache hier, wie kann ich mich da abdecken und was ist die Vorschrift und wie lautet der Befehl? Denn ich hätte ja nur das schriftlich ans Auswärtige Amt geben können, was ich jederzeit durch Belege hätte vorweisen können. Das heißt, solche Fälle, natürlich, das darf ich vorausschicken, dass ich solche Fälle natürlich nicht immer selbst in eigener Person gemacht haben müsste, sondern das wäre eben routinemäßig von Günther aufgeteilt worden an die Sachbearbeiter, denn es war ja an sich nicht viel zu entscheiden gewesen. Wichtig war, dass man im Kopf hatte, wie lauten die derzeitigen Befehle, Weisungen und Erlasse. Als Sie dann später in Ungarn waren, unterbreiteten Sie Ihrer Abteilung im RSHA Vorschläge, derartige Auswanderung von Juden aus Ungarn zu fördern oder zu unterbinden? Hauptmann, das weiß ich nicht, ob ich das ans Auswärtige Amt gegeben habe, denn dort hatte ich ja mit Becher und Dr. Kastner eine andere Sache entriert. Deswegen weiß ich nicht, wie, ob da überhaupt Einzelfälle gewesen sind oder irgendwie, denn da standen ja, in Ungarn standen ja immer größere Aktionen, möchte ich mal sagen, zur Verhandlung, nicht wahr? Ne? Ich weiß nicht mal, in Einzelfällen, sondern wenn solche Interventionen von diesen neutralen Staaten waren, selbst zu der Zeit, wo sie in Ungarn waren, und sie bekamen davon Kenntnis. Haben Sie dann Vorschläge an Ihr Amt in Berlin gemacht, dass die Sache zu fördern oder zu unterbinden sei? Hauptmann, ich weiß es nicht. Ich meine, nachdem Dr. Kastner, er war ja nicht jeden Tag bei mir, aber in der Woche ein paar Mal, ich weiß nicht, ob ich die Sache Dr. Kastner gegeben hätte oder mich mit Dr. Kastner gesprochen hätte. Ich kann es nicht sagen. Es ist, weil ich zu viel mit Dr. Kastner beisammen gewesen bin. Aber ich möchte fast sagen, dass ich solche Sachen mit Dr. Kastner besprochen hätte. Denn alles, was Auswanderung anbelangt, musste ich in Ungarn ja auch, da musste ich ja erst ganz besonders vorsichtig sein, weil ich ja dort nicht derjenige war, der an sich das genehmigen durfte, sondern hier war die ungarische Gendarmerie mit ihrem Nachrichtenapparat. Da war die ungarische Geheime Staatspolizei mit ihrem Nachrichtenapparat und dann war das ungarische Innenministerium mit Lacik und Baki, die sicherlich auch ihre Leute gehabt haben. Die musste ich ja in erster Linie mal, berücksichtigen, denn denen konnte ich nicht sagen, hier, jetzt gehen mal 700 Juden nach Palästina ab. Dann hätten sie sofort dagegen Sturm gelaufen. Und wie? Denn sie sind uns ja, das war ja auch der Grund gewesen, warum es zu diesen Divergenzen gekommen ist, weil die ungarischen Behörden oder der ungarische Nachrichtendienst uns eben darauf gekommen ist, dass wir nicht immer stur nach den gegebenen Vereinbarungen und Richtlinien verfuhren. Wenn Sie sich dann mit Dr. Kästner, wie Sie sagen, über solche Fälle besprochen hätten,
Hätten Sie dann nach Berlin günstig oder ungünstig berichtet? Denn die Entscheidung wahrscheinlich, die endgültige Entscheidung wahrscheinlich lag doch dann in Händen Berlins. Ungarn, es ist für mich sehr schwer heute, Herr Hauptmann, diese Sache zu sagen. Ob ich da überhaupt nach Berlin berichtet hätte, weiß ich nicht einmal. Nicht einmal das weiß ich. War Ihre Einstellung zu einer Auswanderung der verfolgten Juden Ungarns nach Palästina immer positiv? Dann, wenn ich sicher war, dass wir mit den ungarischen Behörden keine Schwierigkeiten bekamen. Das kann Dr. Kastner bezeugen. Das heißt, Dr. Kastner selber natürlich nicht mehr, aber seine Frau kann das sicherlich bezeugen. Denn er war wiederholtest mit seiner Frau auf meiner Dienststelle gewesen, sprach auch mit mir. Es war nur die ungarische Dolmetscherin bei mir gewesen im Zimmer. Und die Aussprachen, die waren sehr, sehr offen und sehr frei und ohne Versteckenspiel gewesen. Haben Sie dann eine solche positive Einstellung auch schriftlich an das RSHA mitgeteilt? Das glaube ich, hätte ich schriftlich überhaupt nie gemacht. Ich weiß es aber nicht, ich könnte mir vorstellen. Denn Dr. Kastner, respektive seine Frau, wird es heute noch wissen, wie vorsichtig man gewesen ist, weil Dr. Kastner und sicherlich auch seine Frau wussten ja ganz genau Bescheid, dass die ungarischen Behörden uns hier, das heißt die deutschen Behörden, sehr scharf überwachten. Waren Sie für oder gegen eine Auswanderung jüdischer Kinder aus den, sagen wir einmal, Balkanländern oder auch aus anderen Teilen, die unter deutscher Kontrolle standen, beziehungsweise aus den verbündeten Ländern? Ich selber persönlich wäre weder dafür noch dagegen gewesen, ich hätte überhaupt nicht entscheiden können, sondern solche Sachen, die mussten stets von oben genehmigt werden. Und was von oben dann befohlen wurde, das hätte ich dann zum Gegenstand meines Niederschlages gemacht, an irgendeine Stelle. Ich entsinne mich, vor einigen Tagen war, glaube ich, irgendeine Fotokopie hier gewesen, Auswärtiges Amt, glaube ich, betreffend. Da wurde das ja zum Beispiel so praktiziert. Haben Sie Schritte unternommen, um zum Beispiel durch das Auswärtige Amt, um eine derartige Auswanderung nach Palästina zu unterbinden? Ich nach Palästina unterbinden, eine Auswanderung? Von mir aus nie. Von mir aus nie. Von mir persönlich aus niemals, denn eine Auswanderung nach Palästina habe ich nicht nur nie unterbunden, sondern habe ich im Gegenteil immer gefördert, wie denn hätte ich ausgerechnet, als ich das allerdings, da habe ich niemanden gefragt, da brauchte ich noch niemanden fragen, als ich in Wien ausgerechnet die zionistischen Institutionen wiederum auf die Beine klar brachte. Ich hätte damals ebenso gut sagen können, alles was assimilatorisch eingestellt ist, wird bevorzugt. Wir müssen jetzt unterbrechen, weil das 18. Tonband abläuft. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Ich lege ein neues auf.